Wir freuen uns außerordentlich, dass wir heute am Tag der offenen Tür euch alle hier zu Gast haben dürfen. Ich weiß, dass viele von euch einen weiten Weg auf sich genommen haben, um heute hier zu sein. Wir wünschen euch, dass ihr euch bei uns wohlfühlt, so wie in all den Jahren, die wir jetzt die Stiftung haben und in all den Jahren, in denen wir den Tag der offenen Tür begehen. Ja, wir haben einige Dinge für euch vorbereitet, musikalischer Art, kulinarischer Art. Fühlt euch wohl bei uns, ihr seid hier heute und auch sonst, wenn ihr kommt, gerne gesehen und heute unsere Gäste, heute seid ihr hier zu Hause. Fühlt euch bitte so. Wir danken euch an dieser Stelle ganz herzlich für die großartige Unterstützung. Ich weiß, unter euch einige, und das über schon längeren Zeitraum hinweg, die sich für die Belange unserer Stiftung und die Belange natürlich der Kinder mit aller ihrer Kraft einsetzen. Ich weiß, dass sich viele solidarisch erklären mit den Schwächern. Das zeichnet euch unheimlich aus, Leute. Denn Energie und Kraft, die man besitzt, denen zu schenken, die sie brauchen, ist ein sehr sinnvolles Unterfangen. Und ich danke euch ganz herzlich dafür. Tanja und ich, wir sind sehr glücklich darüber, dass wir aus dem Land, aus dem ich komme, wo ich geboren bin, aus Transsilvanien, man sieht es manchmal an meinen Eckzähnen, wir haben ganz liebe Freunde da, die uns besuchen, die das erste Mal erleben, wie so ein Tag der offenen Tür von uns allen hier auf Casureda begangen wird. Und nicht zuletzt, liebe Freunde, möchte ich mich erklärterweise und an wirklich prominenter Stelle dafür bedanken, dass die Gesellschaft hier in Mallorca, in Provenza, uns die Möglichkeit dieser Entfaltung gibt. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man von draußen kommt und hier jahrzehntelang wirken darf. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Gesellschaft wie die mallorquinische Gesellschaft uns annimmt, uns aufnimmt, uns unterstützt. Und zwar so weit, dass all das, was wir bis jetzt erreichen konnten, erreicht wurde. Wir haben bis jetzt 1500 Kinder in etwa hier bei uns auf der Finca gehabt und wir freuen uns auf die nächsten 1500. Ich werde oft gefragt, wo kommen denn die Kinder her? Und da sage ich, die meisten Kinder, die kommen aus Deutschland. Aber das ist nur eine halbe Wahrheit. Die richtige Wahrheit ist, dass inzwischen aus anderen Ländern auch Kinder zu uns kommen. Selbst aus Rumänien hatten wir schon Kinder hier. Und das wird sich in Zukunft verstärken. Warum? Wir glauben dran, dass die Kinder, das weiß jetzt inzwischen wirklich jeder, die Zukunft unserer Gesellschaft sind und sie haben die Kraft, Zukunftsfragen zu lösen. Und sie haben die Kraft, unsere Gesellschaft von morgen zu gestalten. Wenn wir gehen, dann kommen die Kinder und die machen weiter. Und denen müssen wir den Rücken stärken, damit sie gekräftigt in die Gesellschaft gehen, damit sie gekräftigt an die Lösung von Zukunftsfragen gehen. Und dazu gehört auch ein Austausch, ein Abbau von Vorurteilen. Dazu gehört, dass sich Kinder wahrnehmen und dass sie die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen. Andere Kulturkreise, dass sie wissen, wenn jemand eine andere Sprache spricht, einer anderen Religion angehört, wenn jemand ideologisch anders denkt, dann gibt es immer noch genügend gemeinsame Nenner, um zueinander zu finden. Denn uns unterscheidet sehr wenig. Wenn ich in eure Reihen gucke, dann sehe ich nicht, welche Partei ihr wählt. Am Sonntag ist das der Fall. Wenn ich in eure Reihen gucke, dann sehe ich nicht, wer katholisch, evangelisch oder irgendeiner anderen Konfession angehört.
Wenn ich in eure Reihen gucke, dann weiß ich, dass wir gemeinsam auf dieselbe Art und Weise lachen oder weinen, dass wir sehr ähnlich sind, wenn man uns beim Essen zuguckt oder beim Trinken. Uns unterscheidet wirklich wenig. Ich kann noch nicht einmal ausmachen, ob ich einen Franzosen, einen Spanier, einen Mallorquiner, einen Deutschen oder einen Rumänen unter euch entdecke. Ich sehe Menschen. Menschen. Das ist das, was wir sind und das ist das, was uns verbindet. So, ich wiederhole noch einmal, dass wir uns freuen, dass ihr da seid. Ich wiederhole noch einmal unseren gemeinsamen Wunsch. Lasst es krachen heute, Leute. Aber richtig, lasst es euch gut gehen. Lasst uns einen schönen Tag miteinander verbringen und lasst ihn den Anfang sein von einem guten nächsten Jahr. Dankeschön.